uns im Nebel, wir tauchen ein in die Spiele. Hallöchen Freunde, hier ist wieder Peru Plays, live von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Lake. Jetzt haben wir mal ein, zwei Wochen Pause gemacht. Ne, tut mal gut zum Ohren und Nerven und Geist durchpusten. Jetzt soll es aber weitergehen. Ich glaube, wir waren beim vierten Tag, da setzen wir gleich wieder an. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Gamius, die uns hier ermöglichen, auch die Originalmusik zu verwenden. Dankeschön dafür. Auch ihr natürlich da draußen könnt uns unterstützen, könnt mich unterstützen mit einem Like, Follow, Abo, Daumen hoch, Kommentar, was alles so dazu gehört. Ne, also kurz gesagt, Liebe, ne, lasst mal ein bisschen Liebe da. Dankeschön. So, da würde ich sagen, genug geschnackt. Los geht's. Wo wir gerade laden, ne? Nicht vergessen, bis zum 23. Oktober noch 25% auf alles auf dem neuen Merch-Shop. Ne? Blende ich euch gerade nochmal ein. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ne? So, jetzt haben wir wenigstens die Zeit auch nochmal genutzt hier für den Ladebildschirm. Der ist, wenn man startet, immer so ein bisschen länger. So, jetzt müsste es aber gleich losgehen. Ich glaube, wir sind bei Tag 4. Müssen wir gleich mal gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meinte, es war Tag 4. Boah, das lädt heute aber richtig lang. Ich bin ja für Musik immer bei Ladebildschirm. Das verkürzt so ein bisschen die Zeit. Immer diese Stille, diese Totenstille beim Laden, finde ich immer so ein bisschen schlimm. Freitag, der 5. September morgens. Ja, moje! So, gibt's hier im Postamt heute direkt was zu tun? Oh, ich sehe schon, wir haben, glaube ich, eine vollgepackte Tour heute. Ich will trotzdem mal sehen, warum wir jetzt hier direkt im Postamt diesmal starten. Ich meine, ich finde es ja mal schön, dass wir das jetzt hier auch dann endlich mal sehen. Sonst sehen wir es ja immer nur von außen. Aber ich glaube, hier gibt es nichts für uns zu tun. Also hier kann auf jeden Fall definitiv mal jemand aufräumen. Öha! Jetzt schneit es auch noch. Ja, super. Rise and shine, P.O. The time has come for a... P.O. Positive report. That's key. Today's contribution is for Mildred, the senior authority on pets and thieves. It's a positive this time, Jack. My cat, Mortimer, was feeling ill, but thanks to Bert Mackie... Ach, hier die Mildred mit ihrer Katze macht jetzt Werbung für ihren Tierarzt. Ist ja putzig. So, ich muss jetzt nur mal ganz kurz gucken. Wo war jetzt, bevor wir losfahren, ich muss mal gucken, wo ist meine Inventarliste? Hä, Moment. Oder macht die automatisch auf, wenn ich das öffne? Wir hatten doch eine ganze Liste. Wo war die nochmal? Leute! Bin ich jetzt vollkommen verblödet? Sagen Sie einfach ja. So, da haben wir unser Aufgabenbuch. Was steht denn heute an bei der Gelegenheit? 5. September. Das haben wir schon abgefrühstückt. Videobox bei Lori abliefern. Treffen mit Robert wegen Papierkram. Ach ja, das ist hier unser Einsiedler, ne? Ja, das ist alles hier. Wir fahren jetzt erstmal los. Aber ich weiß wirklich, da ist die Liste, mein Gott. Ja, ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Jetzt haben wir ein, zwei Wochen Pause gemacht. So, dann würde ich sagen, fahren wir doch erstmal da oben hin, in den Norden, weil dahin fahren wir dann sowieso nicht mehr. Oder? Warte mal. Ich fahre ja eigentlich immer so in der Regel gegen den Uhrzeigersinn. Ja, machen wir das auch so. Rechts und dann links und dann geradeaus ab in die Walachei. Okay, let's do it.
So, bei der Gelegenheit geben wir dann hier schon mal auf der Ecke was ab. East 2nd Street. Das ist eins der Gebäude hier direkt in der Kurve sein, würde ich sagen. Guten Morgen. Oder das hier auf der Ecke, ich bin mir jetzt nicht sicher. Werden wir gleich sehen. Also East 2nd, lass mal kurz gucken. Briefe, East 2nd. Wieso sehe ich die da nicht? Doch, 107. 107, 107, 107, wo bist du? Ist das die? Ja. Treffer und versenkt. Here's your mail. Ja, die geht aber auch locker bekleidet hier bei dem Wetter durch die Gegend, ne? Junge, Junge, die sind schon abgehärtet hier, die Jungs und Mädels. Kann man machen, ne? Muss man nicht. Gut, dann nehmen wir gleich hier noch die Rückseite. Das ist die West 2nd Street. Ist das jetzt schon die Jackson Street? Okay. Ist auch ein Brief, dann lass mal gucken. Das ist die Jackson Street, tatsächlich 205. Okay. Komische Stadtplanung. 202, dann müsste es eigentlich auf der anderen Seite sein. Wahrscheinlich stehe ich sogar genau davor. Ja. Hallo? Muss ich klingeln oder was? Hä? 202 Jackson Street. Stimmt doch. Oder ist das dann einschreiben? Ich weiß es nicht. Hier, jetzt machen wir nicht fertig. Das war doch hier... Mach mal zu hier. 205. Jetzt kann ich schon nicht mehr lesen. Leute, was ist denn da los? Geht gut los heute hier, sorry. Das war auch schon der richtige Briefkasten, vor dem wir standen. Kriegst die Tür nicht zu. So, wunderbar. Dann haben wir nämlich diese Einbahnstraßen schon abgefertigt hier. Dann würde ich sagen, wenden wir mal und dann geht's Richtung Norden hoch. Die einzelnen Stellen hier. Und dann fahren wir ganz normal im Uhrzeigersinn hier die Runde. Ich muss gerade jetzt erstmal selber gucken hier. Ich finde es ja immer geil, wenn ein Spiel echt Jahreszeiten hat. Apropos Jahreszeiten, ab nächster Woche soll bei uns auf der Insel so langsam aber sicher die Regen- und Sturmzeit anfangen. Bin sehr gespannt. Also, ich werde diesen Monat nochmal einkaufen gehen. Wetterfester Kleidung, ne? Was ist hier mit der Videobox? Muss ich die jetzt hier... Oh, ne, das ist der... Doch, das ist der Flick-Shack. Muss ich hier jetzt schon die Box abgeben? Schauen wir mal. Das war mir jetzt nicht so ganz klar, aber wir schauen mal kurz rein. Zu verlieren haben wir ja nichts. Hier läuft es ja auch nicht auf Zeit. Da kann man mal einen kleinen Ausflug reinmachen. I'm so excited about those movie boxes. Okay. Da ist noch nichts passiert betreffs der Videoboxen. Okay. Ja gut, dann stellen wir ganz einfach weiter zu. Dann würde ich sagen, nehmen wir gleich mal den hier. Warte mal. Ja, links. Okay. Weil ich glaube, das andere können wir im Rechteck abfahren. Aber das hier scheint der Einbahnstraße zu sein.
Scheinbar haben wir gar nicht so viel Pakete heute mit. So, dann haben wir die West 3rd Street. West 3rd Street. Die 105. Ne, 103 und 106. Ich kann heute echt nicht lesen. So, 103 und 106. Notiert. Das ist die 104. Da haben wir die 103. So, schauen wir mal weiter. Da müsste ja hier gegenüber logischerweise die 106 sein. Jawohl, ist sie auch. So, dann haben wir nämlich diese Einbahnstraße schon mal abgefrühstückt. Dankeschön. Ich würde gerne mal jetzt langsam ein paar Pakete ausliefern hier. So, die Kiste erstmal gleich wieder wenden hier. Dann haben wir doch mal hier kurz den Parkplatz des netten Herrn Nachbarn. Der hat bestimmt nichts dagegen. Hoffe ich. Okay, ab geht's. So, wir sind wieder auf der East 3rd. Ich glaube, das dürfte gleich der hier rechts sein. Die 403 Pine Street. Schauen wir mal. 403 Pine. Ja, das ist auch der letzte Brief, den wir heute auf der Tour haben. So, ab jetzt muss unsere liebe Meredith ran. Jetzt gibt's nämlich nur noch Pakete. So, Karte bitte einmal. So, jetzt können wir ganz praktisch nämlich hier die Straße weiter runterfahren, dann links und dann hier wieder runter. Und dann fahren wir ganz einfach wieder hier unsere Runde, ne? Was natürlich, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, ne? Entgegen der Uhrzeigerrichtung ist, nicht mit der Uhrzeigerrichtung, ne? Manchmal sabbelt ihr auch einen Scheiß, aber egal. So, hier hätten wir im Kramladen die nächste Lieferung, sehe ich gerade. Okay. Ja, manchmal sabbel ich auch ein Sheet, ne? Aber ich bin gerade erst aufgestanden bei der ersten Kaffeetasse des Morgens, also sieht es mir nach. Immer eine gute Ausrede. Haben wir eigentlich selber hier Licht oder so? Eine Hupe können wir machen. Ich sehe aber kein Licht. Scheint automatisch zu gehen, wenn überhaupt. So, wir müssen zum Kramladen. Moment. Das war der hier, oder? Warte mal. Ah ja, okay. Fahren wir kurz hier rein. So, das ist die Main Street. Dann schauen wir doch mal. Main Street, das ist das hier. Ja, die Tante hier drin ist auch ein bisschen komisch, ne? Aber naja. Here's the mail, ma'am. Ugh, one of those yellow parcels. Was ist gegen gelb zu sagen? Don't shoot the messenger. It's for that thing behind the door, a photography mini lab. They installed it last week and they want me to operate it. As if I don't have enough on my plate already. That's pretty nice, actually. I love photography. Some people think they can become professional photographers overnight.
Well, photography can be just for fun too, right? Look, if you want to take photographs, knock yourself out. They want me to practice with the mini lab before the service is officially offered. They sent me a practice kit with the camera and film. Machen wir Fotos, komm, wir machen den ganzen Scheiß mit dir. I'd love to take pictures. The surroundings here are wonderful. Well, here you go and good luck. Take some pictures and then return it to me. Have a nice day, ma'am. Also richtig oldschool. Ich meine, das spielt ja, ich glaube, in den 80er, 90er Jahren, eher die 80er. Das kennt ihr gar nicht mehr, ne? Labore, in denen Fotos entwickelt werden. Ja? Früher musste man auf seine Fotos mal so ein, zwei Wochen warten. Die gab's nicht hier vom Handy ausgedruckt. Handy gab's ja eh nicht. Aber einfach mal so schnell ausgedruckt? Nee, nee, nee. Da ging man dann in den Supermarkt oder Drogerie seiner Wahl, gab es dann beim Fotolümmel ab und innerhalb von ein, zwei Wochen frühestens konnte man sich dann einen Umschlag mit den Bildern abholen. Ja, so war das damals. Damals hatte ein Foto noch mehr Wert, weil wenn man es geschossen hat, war es geschossen. Man hat es entwickeln lassen. Jeder weitere Abzug kostete Geld. Heute ist das egal, ne? Du machst 10.000 Schüsse, einer wird wohl sitzen, ne? Ja, ich weiß, ich klinge jetzt gerade ein bisschen oldschool, aber es ist wieder mal ein Beispiel, dass viele Sachen ganz einfach ihren Wert verlieren durch die Digitalisierung. Ist einfach leider so. So, wir müssen jetzt mal gucken. Hier ist nix, hier ist nix. Nix. Wir haben jetzt nur noch in Lake Road unsere beiden Patienten. Hier ist einer. Wo ist denn der zweite? Da. Aber dann kann ich heute tatsächlich mit dem Uhrzeigersinn fahren, weil das war's dann schon. Ich dachte, echt, ich dachte, es wäre deutlich mehr, gerade an Paketen. Okay, wundert mich jetzt ein bisschen. Sehr, sehr merkwürdig. So, links, da muss ich rechts abbiegen. Okay, so. Da ist dann, glaube ich, auch der Kollege dabei, dem wir helfen wollten mit der Steuererklärung. Oder was das ist. Da haben wir noch ein Date zum Essen. Und wir müssen mal gucken, wie das Ganze mit den Fotos hier laufen soll. So, warte mal. Können wir vielleicht wieder diesen netten Feldweg fahren? Warte mal. Jetzt bin ich Vollpfosten. Ich sage es jetzt ganz offen, weil ich darf das. Ich darf es zu mir sagen. Tatsächlich in die falsche Richtung runtergefahren. Ne? Es ist wirklich zum Eiern. Naja. Ich wende mal kurz. Peinlich! Postbote ohne Orientierung hier. Völlig bodenlos. Ja, es gibt ja für dieses Spiel noch eine Erweiterung, Season Greetings, also Weihnachtsgrüße. Da spielen wir tatsächlich den Vater von Meredith. Das klingt ganz nett. Ich glaube, wenn es das mal so im Angebot ist, dann hole ich mir das mal. Ich finde das charmant, das Spiel. Der eine oder andere würde sagen, langweilig. Ich sag charmant. Das ist mal so ein Spiel, das man zwischendurch reinpackt und völlig entspannt und ohne Stress spielen kann. Und das finde ich definitiv gut. Ah, das ist hier wieder für unser Diner. Ein Paket. Ah, je, je, da kommt wieder die Sabbeltante dann. Können schon mal Oropax auspacken. So, 500 Lake Road. Okay. Moe's Diner. Und sie hat ihren Johannisbeerkuchen übrigens immer noch nicht gekriegt.
Scheint der Running Gag des Spiels zu sein. Hi Kay, delivery for the diner. Hey Meredith, sure, just put it oh, on wir the sehen counter. Zum ersten Mal Kay. Kay, about the other day. Also bei der Arbeit, wir haben sie ja schon an der Haustür gesehen. How did things end up with the moon landing? Actually, I got stuck on the moon. But then I took a really big jump for the rocket and got back on board just in time. Grace voiced a few objections regarding the scientific accuracy of that move, but hey. Grace sounds like a great kid. Yep. So. Die wirkt so ein bisschen kurz angebunden, ne? I talked to Maureen. Let me guess. You got a piece of Maureen's wisdom too, eh? Why doesn't that surprise me? That explains why she wanted me to take over today's shift, then. It was good seeing her again. Diner looks good too. Yeah, this place is not the same as it used to be, but it's still hard to beat. Okay, Plänkeleien. Als hättest du das Beste draus gemacht? Ja, okay, das kann man so sagen. I bet. Looks like you made the best of things. You know. Thanks. So, tut mir leid, dass ich nicht da war für dich und Maureen. Ich wünschte, du hättest mir das mit deinem Onkel erzählt. So viel ist passiert. Ah. So much has happened. I get it. There's always a reason for things to go the way they do. Vielen Dank für dein Verständnis. Ja, wir wollen ja jetzt nicht ewig hier peinlich rumstehen. Thanks for understanding. Time marches on. What did Maureen always say about that again? One day you realize it's marching across your face. Okay. Also eigentlich sind das Freundinnen. Also das ist so. Some things never change. Didn't she steal that line from somewhere anyway? Yep. Yeah. Also ich denke mal, aber auf jeden Fall bei den beiden ist das Eis jetzt wieder so ein bisschen gebrochen. Good. To talk, I mean, you know. Yeah, it was. I have to get back to it, but see you around? Ja, guck mal, sie bietet sogar ein Wiedersehen an. See ya. Das erste Wiedersehen war nicht so optimal. Ist klar, wenn man nach 20 Jahren da durch die Tür kracht, hallo, dann ist immer so auf der anderen Seite so Schock, mehr oder weniger. Also ich glaube auch nicht, dass alle mich sofort jubelnd in den Arm schließen würden. Ich meine, das generell nicht. Aber selbst die mich mochten, ja, mein engerer Kreis, wenn ich die nach 20 Jahren nicht gesehen habe, vor der Haustür stehe, sind nicht alle immer sofort begeistert. Vielleicht komme ich im ungünstigsten Moment gerade. Scheidung, Tod in der Familie, was weiß ich alles. Ne? Man weiß das ja nicht. Ne? Man verliert ja leider so im Laufe der Jahre, wenn ihr jünger seid, werdet ihr das auch merken, im Laufe der Jahre verliert man Menschen und man kann nichts dagegen tun. Ob das Schulkameraden oder Freunde sind, wenn die Schulzeit endet, das ist so eine Phase zum Beispiel, ne? Da trennen sich einfach wenige, ne? Einige bleiben zusammen, ne? Sind Kumpels, sehen sich, hören sich regelmäßig. Bei anderen verläuft sich das ganz einfach, ne? Ist einfach weg, kannst du nichts bei machen, ne? Und so gibt es immer wieder Phasen im Leben, wo das passiert. Steckst du nicht drin? C'est la vie, so ist das Leben. Das ist die Reynolds Farm. Kann das sein, dass wir hier tatsächlich das erste Mal sind? Ha. Die hat noch nicht mal eine Hausnummer, die heißt nur Reynolds Farm. Auch cool. So, jetzt haben wir tatsächlich noch ein Paket auf der Lake Road. Bin ich da vorbeigefahren? Naja, egal. Wir haben ja Zeit. Was soll's? Hey. Hello, sir. I reckon that's a parcel with my name on it. Davon kannst du angehen. If your name is Jack Reynolds? Indeed. Indeed I am. And I reckon you're the new postal worker? I reckon you could say that. Well, thank you much. New around here, I reckon. Nicht wirklich. JR. I'm a farmer and DJ. I'm Meredith. Nice to meet you. Was, Farmer und DJ? Hat das jetzt im Ernst gesagt? DJ and farmer? That's a rare combo. Indeed it is. But it's a nice distraction from farming. I've seen better times. I had some spare time and a room in the shed, so I figured, why not? About your playlist,
I think it could use some more songs. Indeed, indeed. Working on that. But I'm in the middle of a potato harvest. Don't have much time. Hey, listen. Postal worker Meredith, I need to get back to work. Can you do me a favor and give this envelope to Frank? Was? Sure, no problem. Machen wir jetzt schon Privatpost? Die ist doch bestimmt nicht frankiert. Ey, der hat Glück, dass ich so ein guter Mensch bin. Jetzt schleppt mir schon hier Privatpost mit. Serious? Aber hier wieder natürlich eine richtig schöne Landschaft hier, ne? Mit der Windmühle, mit dem Windrad und so. Ah, ich finde es optisch einfach schön. Also auch wenn es diesen, oder gerade weil es diesen Comic-Stil hat. So, jetzt haben wir aber noch ein Paket in der Lake Road, das wir noch nicht zugestellt haben. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wo wir das verbratzt oder vergessen haben. Leute, warte mal. Videobox bei Lori abliefern. Okay, das müssen wir sowieso machen. Aber wo ist, oder ist das die Lieferung, die Videobox? Warte mal. Lake Road. Das ist West Lake Road? West, das, ja, das hier ist West Lake Road. Moment. Ey, ich verstehe das nicht. Wo ist dieser vermaledeite Brief oder Paket? Das müssen wir jetzt kurz rausfinden. Nicht, dass ich hier völlig planlos durch die Gegend fahre. Gut, das mache ich sowieso, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist eben halt ein bisschen dämlich, planlos durch die Gegend zu fahren. Bear Creek. Westlake. Leute, macht mich doch nicht fertig. Lake Road. Okay. Südkreuzung, Motel. Da wird schon wieder die... Moment. Das ist die East Lake Road. Also ich finde das sowieso komisch, ne? Es gibt ja Norden, Süden, Osten, Westen. Jetzt haben wir East Lake Road, West Red Lake, North Lake Road, was weiß ich alles. Aber die reine Lake Road sehe ich jetzt gar nicht. Habe ich jetzt wirklich was an der Birne? West Second Street, West Third, Main Street, Pine Street. Da haben wir die East Lake. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Also auf jeden Fall müssen wir hier... hier hin. So oder so. Weil das steht so sowieso in unserem Terminplan. So, jetzt gucke ich trotzdem nochmal auf die Karte, nicht, dass ich wieder in die falsche Richtung fahre. So, da müssen wir rechts und dann einmal um den Keks rum. Hilft nichts. Ja, die Tour dauert heute mal ein, zwei Minuten länger, aber warum auch nicht? Die sind hier in der Regel ja auch nicht so lang, ne? Also eine halbe Stunde, wenn man sich wirklich Zeit lässt, eine Dreiviertelstunde, ne? Dann ist der Drop hier ja gelutscht.
Ja, ist doch immer wieder schön, entspannt mit guter Musik im Ohr durch die Gegend zu fahren. Ich kann es nur mal wieder sagen, ich finde es sehr schade, dass wir keine Ego-Perspektive haben. Dass wir hier immer nur so von hinten auf das Fahrzeug schauen. So, da haben wir jetzt Lake Road. Warte mal. Hier ist es tatsächlich weder Nord noch Süd noch irgendwas, sondern Lake Road. So, dann kann es natürlich sein, weil das müsste jetzt hier die Werkstatt sein, die markiert ist. Jawohl. Nee, hier ist es schon wieder West Lake Road. Ist ein bisschen irritierend. Echt irritierend. Warte mal, das ist 300 West Lake Road. Wir gucken mal, was wir hier noch drin haben. Ja, 300 Lake Road. Tatsächlich. Also das war jetzt ein bisschen irritierend, finde ich, beschrieben. Aber wir haben es gelöst. Gott sei Dank. Hey, Miss W. Got some mail for me today? No, but I have something else. Angie from the Flick Shack asked me to deliver some movie boxes. She also asked me to deliver some to you. Oh, tight. What are the options? Let me see. Was? Töfte? Wer hat das denn übersetzt? Töfte? Wie geil. You'll probably love that bug. I'm almost 16, Miss W. That's a kid's movie. Well, I watched it when I was in college. So you're saying it's an ancient kid's movie. Hey, I'm not that Immer höflich bleiben hier. So you'll pick A Nightmare on Elm Street? Give me the love bug. I thought you didn't want that one. Ugh, I don't. But if my parents catch me watching Elm Street, they'll ground me for a week. I wish they'd just take a chill pill and see that I'm basically an adult. I fix cars. Moment, das ist ja Kinderarbeit, wenn die erst 16 ist. Hallo? Das ist ja kriminell hier. There aren't many teenagers here, as you may have noticed. So I don't really have any friends to watch it with. So it's a love bug for me. Was? Nimm jetzt den tollen Käfer und wir schauen uns den Horrorfilm später bei mir zu Hause an. Das wäre eine coole Aktion. Tell you what. Take the love bug now and we'll watch the horror movie at my place. Would Sunday work for you? What? Really? Yes, it would. That'd be wicked, Miss W. Wir sind so nett. So, see you Sunday? Totally. Thanks so much. Deal. Have a nice day. Also auf jeden Fall machen wir uns hier eine Menge Freunde. So, die Schicht selber ist damit aber beendet, aber der Tag noch nicht, weil wir haben noch ein Rendezvous im Restaurant. Wir müssen nämlich ein paar Papiere entgegennehmen. Wir wollten ja dem lieben Nachbarn hier noch bei seiner Steuererklärung helfen. So, jetzt müssen wir uns erstmal das Postamt hier wieder raussuchen. So, wir genießen mal hier kurz den Autopilot. Kann ich ein bisschen am Kaffee nippen und ihr ein bisschen die Fahrt genießen. Prost! Das ist jetzt keine lange Strecke, aber ich denke mal so, wenn wir auf dem anderen Ende des Sees sind, da ist es doch schon schön, den Autopilot zu haben. Ein bisschen nur mal entspannen und genießen, vor allem die Landschaft. Wie gesagt, die ist ja auch wirklich klasse gemacht, auch hier diese Kleinstadt. So, die typische amerikanische kleine Village. So, da sind wir schon wieder im Postamt. So, jetzt haben wir Feierabend, aber natürlich haben wir trotzdem noch Termine. Und zwar im Moe's Diner. So wie es aussieht. Well now, Meredith and Robert. Welcome to Moe's. Table for two. Hi, Maureen. Yes, please. A quiet one if possible. We've got work to do. Is that what they're calling it now? Bis jetzt ist es tatsächlich auch nur das. Someone reckon they could fix the roof themselves and made it worse somehow.
Wer könnte der jemand sein? No physical harm, thankfully. The roof. Yes. I promise to take a look at it. Let me check out the damage real quick. Be right back. Thanks, darling. Okay. There is one of the good ones right there. He seems very nice, but I haven't actually talked to him longer than 10 minutes. What's time got to do with anything? You know what you want when you see it, hon. Okay. Oh, Maureen, please. What do you take me for? For a human being, of course. Don't go telling me city life turned you into a robot now. I don't buy it. Also, ich habe bei den beiden noch keine Love Sparks gesehen. Let me show you to my nicest table. I hear the sun hits your face in all the right places here. Na gut, da sitzen wir. Ab an die Arbeit. There's a couple of things we can do, but no chainsaws. Definitely no chainsaws for the moment. It's just that the remaining options will take time, effort, and patience. Well, that's one out of three for me. Can I get you lovebirds? Anything else? Oh, bitte. Really? I could always decide not to fix your roof today, you know. Don't worry, Robert. I know Maureen. I'm sure she doesn't mean anything by it. So, ich glaube, ich bleib beim Kaffee. A coffee refill would be nice. Thanks, Maureen. Gotcha, hun. Robert? The same for me, please. Sure thing. Back in a jiff. Ashley, is that coffee machine still running? Ich frage mich, ob wir den irgendwann mal in diesem Spiel verstehen werden, den lieben Ashley. Oder die Ashley. Ich bin nicht. Ich weiß doch lieber, ob das Männchen oder Weibchen ist. I'm sure you'll do fine. Thanks, but you don't sound very convincing. So, ehrlich gesagt, glaube ich, du brauchst etwas Hilfe, ja. Das hört sich nicht nach einem Projekt an, das man alleine machen kann. I'm not sure. I'm actually quite busy. Okay, you two hard-working individuals, here you go. Thanks, Maureen. More coffee. How could anyone survive without it? So, also, wir können nicht alles machen. Ich meine, das ist ja, das wird ein bisschen viel. So far, so good. Yeah, I've been here a bit longer. Time sure does fly. Okay. Ich bin sicher, du hast ein paar gute Geschichten zu erzählen. Ja. I'm sure you must have some good stories. Yeah, look, Meredith. I'm sorry. I really better get started on fixing that roof. It's just, that's quite a big job. While it's still light out, though. You know. So, thanks so much for your help. I mean, I really do appreciate it. Ja, also ich helfe gerne. Ich kann nicht alles machen. I'll see you around town. So, yeah, I'll see you. Sie wirkt ein bisschen irritiert, aber das war jetzt auch kein Date. Yeah, I guess. Aber ich glaube, er hat sich da mehr erhofft. Ja, mein Gott. So ist es halt, ne? Weißresidenz am Freitagnachmittag. Good day. My name is Walter Morgan. I'm from the Postal Service. I'm calling with regards to compliance to policies and guidelines, such as the use of Postal Service property, code of conduct and so on. Was? Haben wir Mist gebaut? I will be in touch again soon. Hä? Wegen den Postboxen oder was? Was hier? Oder Videoboxen? Keine Ahnung. It's Steve. What's up, Steve? Thanks so much for improving the text and sending it back. Unser Chef oder noch Chef. This will improve our chances of securing a monster deal. So, ich hoffe schwer, dass es hilfreich war, denn das war nicht gerade das Spaßigste, was ich je getan habe. Ja, das kann man ja mal ehrlich sagen. Spaß war das nicht. It better help. It wasn't the most fun I've ever had. You won't regret it. It's a monster deal. The big retailer, big money, big prizes. Na gut. Beruhig dich mal. Na ja, gut. Wir lassen ihn ein bisschen feiern hier. A monster deal? That is so awesome. Big money, big prizes. Whew, I need to calm down too. Well, yes. Calmness is needed. Eyes on the prize. The next steps are me going to meet up with them this week. Discuss terms. Ja, dann wünsche ich mir doch mal viel Glück. Okay, Steve. Good luck. Thanks, Meredith. Speak soon. Wir wollen ja nicht zu euphorisch hier werden.
Zu Hause bleibt. Moment, wir gucken mal kurz auf den Kalender. Haben wir irgendwas hier vergessen? Es ist Freitag, also der 5. müsste sein. Die Videobox haben wir abgeliefert. Wir haben uns mit Robert wegen dem Papierkram getroffen. Ja, was kein Date war von Anfang an, ne? Aber das hat er jetzt nicht so gepeilt. Nee, dann ist erstmal hier jetzt alles gut. Dann müssen wir nur am Samstag die Videobox wieder abholen und am Sonntag ist dann der Filmeabend mit Lori. Ja, das sieht ja noch recht entspannt aus hier. Bis jetzt haben wir alle Aufgaben immer erfüllt. Ich hoffe mal, das bleibt so. Gucken wir jetzt mal ein bisschen Fernsehen, lesen wir ein Buch. Komm, wir glotzen mal ein bisschen stupide in die Röhre. Let's see what's on TV tonight. Previously on Okay, und Bon schon Appetit. bereue ich es. I have good news. Jean-Paul has agreed to become the chef of the downtown restaurant. Ach du Oh, that's Scheiße. fantastic. Rock and roll. There is only one problem. Jean-Paul is not a cook, but a car technician. Was? Ja, sehr komische Art von Humor, aber okay. Haben ja viele Sitcoms, ne? So ein Humor, den ich nicht so ganz, naja, verstehe. So, da sind wir schon beim nächsten Good Tag. morning, Meredith. It's an envelope today with an incomplete address on it. It only says Mickey and June, Lake Campground, Providence Oaks. Do you think you can find that? Ja, probieren können wir es Yeah, ja. I think I know where that is. All right. Have a great day. Thanks. Oh, by the way, Frank, I wanted to ask you something. I will not babysit Mildred's cats. No, it's about something else. What's in those envelopes for you? Oh, that's just for stamps. Ja Just the klar, für hassle of driving Briefmarken. up here. Nee, ist Hey, klar. I gotta get back to work. Catch you later. Ich glaube, das hat es auch auf sich mit diesem Anruf von der Aufsichtsbehörde. Ich glaube, der liebe Kollege macht hier krumme Geschäfte. Das werden wir allerdings, wenn frühestens in der nächsten Folge erfahren, denn das war schon die heutige Folge von Lake. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ne? Wenn ja, lasst ein Like, Follow da, abonniert die Playlist, damit ihr auch alle Folgen nicht verpasst, ne? Glocke läuten, netter Kommentar, würde mich auch freuen. Ansonsten danke erstmal für euch, wieder mal fürs Zuschauen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Metal Leute, abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschü tschü.